Das 17. akademische Jahr der BTU Cottbus bringt eine rekordverdächtige Anzahl neuer Studierender mit sich. Für sie gibt es in den ersten Tagen und Wochen viel Neues, Unbekanntes und Überraschendes. Campus TV hat zwei Erstsemester bei den ersten Schritten in den Studienalltag begleitet. Einer dieser Neulinge ist der 19-jährige Christoph aus Wittenberg. Ich studiere Kultur und Technik. Und ich habe das Studium ausgewählt, weil ich denke, dass es sehr vielfältig ist. Also man hat BWL, man hat Mathe, man hat Philosophie. Und dieser Mix, den finde ich sehr interessant. Und deshalb habe ich dieses Studium ausgewählt. Darüber hinaus finde ich auch gut, dass die Uni nicht so groß ist. Also ich erreiche zum Beispiel die Lehrgebäude in wenigen Minuten. Und auch die Studierendenanzahl ist auch nicht so groß. Und das finde ich sehr vorteilhaft, sehr familiär. Auch die Behördengänge sind nicht zu vergessen. Vor dem Studienbeginn muss zuerst der Studentenausweis aktiviert werden. Jetzt die Geheimzahl. Ach, hier steht es nur Zahlen, wir müssen nicht. Jetzt habe ich mir eigentlich ein Wort ausgedacht vorher schon. Danach werden am Terminal Studienbescheinigungen ausgedruckt. Christoph braucht diese zum Beispiel für die Krankenkasse und für das Studentenwerk, um im Wohnheim wohnen zu dürfen. Am Anfang des Semesters erhielt er einen der wenigen Plätze und bezog mit einem Zimmer in der Juri-Gagarin-Straße 1 genau den Teil, der sehr renovierungsbedürftig ist. Trotzdem hat sich Christoph gut eingelebt. Jetzt zeige ich euch mein Zimmer. Hier haben wir zum einen die Kochgelegenheit mit einem Kühlschrank. Hinter dieser Tür ist das Bad und die Dusche. Und noch die Spüle zum Saubermachen des Geschirrs. Und hier geht's jetzt in mein Zimmer. Ja, das Zimmer ist für den Anfang ganz gut, finde ich. Ich kann hier alles machen, was ich will. Ich kann hier Gitarre spielen. Für meine Begriffe reicht's bisher alles. Komisch, wenn man so in die eigene Wohnung kommt und dann ist niemand zu Hause und es wartet keiner auf einen. So, das ist schon ein bisschen eigenartig, aber ich denke mal, das ist so eben der nächste Schritt im Leben, dass man dann von zu Hause rauskommt und dass man eben ja, allein eigenständig ist. Ich habe Kontakt zu meinen Schulfreunden. Wenn alle mal in Wittenberg sind, dann treffen wir uns auch, tauschen Neuigkeiten aus oder per E-Mail oder per Telefon. Also ich habe schon viele Leute kennengelernt, das geht, finde ich, auch ziemlich einfach. Zum Beispiel Erik aus Berlin. Und es steht fest, dass wir auch zusammen bei der Stadtrallye in einer Gruppe sein werden. Im Rahmen der von Studenten organisierten Infowoche kurz vor Beginn des Semesters findet auch die sogenannte Stadtrallye statt. Auf dieser Tour versuchen bunt gemischte Gruppen an verschiedenen Stationen Aufgaben zu lösen und Punkte zu sammeln. Bisher war alles sehr abwechslungsreich. Wir haben Sport gemacht, wir haben den Kopf etwas angestrengt, wir mussten zum Beispiel puzzeln. Uns wurde gezeigt, wie man Lacrosse spielt, wir haben Ultimate Frisbee gespielt und ja, wir mussten zum Beispiel auch schätzen oder puzzeln. Und an jeder Station gibt es immer was zu trinken. Ziel der Stadtrallye ist es, die Erstsemester mit der Stadt vertraut zu machen und das Knüpfen neuer Kontakte zu erleichtern. Auch Christoph hat bereits viele Bekanntschaften gemacht. So hat er unter anderem den Jordanier Yusuf kennengelernt. Ich bin Yusuf Saad, ich komme aus Jordanien und ich studiere in World Heritage in BTU Cottbus. The first week was very interesting week because the university arranged a program for the new student. We going to the city, they make many activities. I mean with new student, this activities I mean cause the student to know each other. Yes, and it was very interesting. Yusuf kommt aus Irbid, einer Stadt mit knapp 300.000 Einwohnern, die etwa 70 Kilometer nördlich von der jordanischen Hauptstadt Amman liegt. Hier erlangte er an der Yarmouk University den Master in World Heritage Studies, bevor er sich entschloss, an die BTU zu kommen, um hier zu promovieren. Nach seinem Studium in Deutschland möchte Yusuf nach Jordanien zurückkehren, um dort an einer Universität selbst World Heritage Studies zu lernen. Ich habe sechs Brüder und drei Schwestern. Schwestern, ja.
und meiner Vater und meiner Mutter. Oh, ich habe Kontakt mit meinen Eltern. We call them two or three times in the week. We chatting together by telephone. And they also they call me. Vor Semesterbeginn besucht Josef wie die meisten ausländischen Studenten einen mehrwöchigen Sprachkurs, in dem er grundlegende Deutschkenntnisse für sein Studium erhalten soll. Nach dem Sprachkurs will er sich mit seinen Freunden zum Kochen treffen. Doch zunächst beschreibt er uns seine ersten Eindrücke von der WTU. The first impression, okay, I don't know this is my university. Yes, because when you are coming in Jordan, you know, when you enter the university, it's totally full. Yes, and we have the university, for example, this is the university, and they put, I mean, something different around the university. I mean, this is the border of the university, and this is the university, when you enter the university, the people, I mean, the faculties close together, and something like that. Mm-hmm. But we are coming here, we are coming here. I mean, I can't differentiate between the campus and the city. But Cottbus is, very Klein University. Mm-hmm. Actually, the small university is better, yes. Because you feel it like a family, I mean. Ala Talul. يلا أنا بعمل مقابلة. وين أنت وين أنت؟ يلا ماشي ماشي. نعم أوكي. ياكم. Das gemeinsame Essen spielt in vielen arabischen Ländern eine zentrale Rolle. Zweimal im Monat trifft sich Josef mit seinen Freunden zum Kochen. Heute soll es Mansef geben, ein bekanntes jordanisches Gericht, das vor allem auf Hochzeiten sehr beliebt ist und mit Reis, Hühnchen, Mandeln, Pinienkern und dem sogenannten Jamit, einer Art salzigen Joghurt, zubereitet wird. Für die etwas exotischeren Zutaten, in diesem Fall das Jamit, muss Josef nach Berlin fahren. Guten Appetit. Auf Arabisch. Sehtuna Appetit. Nach dem Essen wird traditionell noch in geselliger Runde die Shisha geraucht, eine arabische Wasserpfeife. I see your back, ya Oli.